Wie man gleich in Medias Res, die Zeit schreitet voran. Ich würde mein Vortrag gerne in 5 Schritten aufbauen. Also zunächst mal ganz grob nochmal sagen, was organisationspädagogische Perspektive auf Organisationen will und beabsichtigt. Dann auf Foucault'sche Perspektive zu sprechen kommen, organisationaler Diskurs. Da zunächst mal ganz kurz die Rezeptionslinien ganz knapp aufzeigen und auf die Dispositive der Macht zu sprechen kommen. Dann fragen, wie wir eine diskursanalytische Methodologie in der pädagogischen Organisationsforschung uns vorstellen können. Ich glaube, da vieles, was man sagen könnte, was wir aber jetzt in der Kürze der Zeit nicht alles aufgreifen können, aber knapp mal dann auch zu sprechen kommen auf eine multimodale Methodologie. Und insofern schließt das, was wir vorhin gehört haben, aus Sicht der Actor Network Theory, da also mit wirklich die Verbindung auch von ganz unterschiedlichen Modalitäten mit einzubeziehen in Erforschung, hier spezifisch an organisationale Veränderungsprozesse, ist der Vorschlag, den ich machen möchte. Und das ist natürlich sinnvollerweise ein triangulierender Zugang. Ja. Ganz knapp und kurz, Organisationspädagogik, die gestern dabei waren, auf der Mitgliederversammlung, haben es im Rahmen unseres soeben verabschiedeten Forschungsmemorandums auch schon zur Kenntnis genommen, dass es der Organisationspädagogik im Unterschied zur Organisationssoziologie, Organisationspsychologie oder wirtschaftswissenschaftlichen Perspektiven hier um die Dimension auch des Lernens geht und also insofern die Frage der Gestaltung des Neuen im Organisieren als einerseits analytischer Gegenstand, aber eben auch aus dem Doppelinteresse der Disziplin heraus auch so etwas wie Veränderungsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit, Lernfähigkeit von Organisationen in den Blick zu bekommen. Und hier interessiert mich insbesondere die Frage, wie eigentlich wir uns dem nähern können, aus einer methodologischen Perspektive das Organisieren als Diskurspraxis zu verstehen und Diskurspraxis in dem Doppelsinne, dass wir eine diskursanalytische Methodologie nach Foucault mit einer praxistheoretischen Perspektive Bourdieu ins Gespräch bringen, natürlich im Bewusstsein, dass wir hier auch Theorie-Triangulation brauchen, um das sinnvoll tun zu können. Und der Untersuchungsgegenstand ist insofern eine Perspektive wissensbasierte Organisationsperspektiven als symbolische Ordnungen, die sich ja mikrologisch herstellen müssen, die sich reproduzieren in dem Sinne, aber eben auch in Bewegung kommen, insbesondere dann, wenn wir es mit Ansatzpunkten für Veränderungen zu tun haben. Manche werden wissen, dass so mein Lieblingsthema und Großgruppenverfahren sind. Also wie kommen partizipative Prozesse ins Organisieren? Wie wird das Neue möglich? Also durch partizipative Arrangements und das mal in den Blick zu bekommen, was passiert da eigentlich an diesen Ritualen, in den Ritualen der Transformation, an diesen Übergängen, potenziellen Übergängen zum Neuen, die natürlich Räume sind für neue Erfahrungen, aber eben auch für möglicherweise Reproduktionslogiken im Organisieren. Ja, Organisationspädagogik hat natürlich als breites Spektrum auch von Theorieangeboten zur Verfügung und greift auch, ja, auch viel zurück. Ansätze von Sensemaking, Weig ist hier ein Stichwort, immer wieder also auf die sinnkonstitutiven Prozesse im Organisieren aufmerksam macht. Organisationskulturansätze, die qualitativ verstehend, insbesondere im Anschluss jetzt eine Vorstellung von Organisationen nicht haben, sondern sein. Anschließen, Organizational Symbolism ist eine große Diskussion. Dann haben wir die mikropolitischen Ansätze, die auf die mikropolitische Aushandlung, auf die Konflikthaftigkeit von sowohl Produktion und Reproduktion im Alltag wie auch Überschreitung der Ordnungen organisieren, abheben. Dann das organisationale Lernen, dem zum Teil eben ja auch vorgeworfen wird, manchmal zu machtblind zu sein, nicht ausreichend auf Widersprüche oder auf Konflikthaftigkeiten im Organisieren zu blicken. Und ich möchte hier die organisationale Diskurspraxis vorschlagen, die im Grunde diese Denkhorizonte, die wir jetzt vorhin auch bei Tara Fenwick gesehen haben, wo so viele Flüsse auch zusammenlaufen, aber doch eben auch spezifisch different sind, in den Blick zu bekommen.
Hier, wenn wir also sagen, das soll aus einer diskurstheoretischen oder diskursmethodologischen Perspektive heraus erfolgen, wir dann nochmal schauen, welchen Begriff von Diskurs haben wir eigentlich, und ich würde mich da ganz konsequent eigentlich immer in der Foucault'schen Perspektive sehen, allerdings mit jeweils ganz unterschiedlichen Anschlusspunkten. Das kann man heute nicht aufholen, das hatte ich zuerst in meiner PowerPoint noch drin, also die verschiedenen Zugänge, die man dann nehmen kann, was würde aber mühelos 2 Stunden füllen und keine 20 Minuten. Insofern müssen wir da gleich nochmal ganz kurz schauen, wie man da jeweils eigentlich zugreifen kann. Was man zunächst sagen muss, wenn man den Diskursbegriff im Blick hat, dann ist der ähnlich fuzzy wie irgendwie die Umrandung hier bei dem blauen Feld, der Diskursbegriff. Wir haben nämlich ein ganz, ganz diverses, heterogenes Feld, sagen auch Alvis und Karasman 2000 schon, und wir haben hier seit mindestens 20 Jahren eine internationale Diskussion um Organizational Discourse Analysis, also die in Deutschland eigentlich noch nicht so stark auf der Organisationsebene geführt wird, eigentlich kaum, und im Grunde eher eigentlich gesamtgesellschaftliche Diskurse, mediale Diskurse im Blick hat. Aber um zunächst mal kurz das ganze Spektrum in den Blick zu bekommen, wir haben einmal hier Foucault'sche Tradition, aber der Diskursbegriff ist ja auch bei Habermas zu finden, und manchmal finden wir durchaus auch dieses weite Spektrum irgendwie jetzt, dass auch die habermasianischen Diskursverständnisse im Sinne einer Diskursethik aufgeworfen werden. Sicherlich natürlich ein wichtiges, spannendes Thema, aber natürlich nicht zu verwechseln mit einer Foucault'schen Perspektive, die ja von Macht und Wissen her denkt. Dann haben wir im Feld ideologiekritischen, also marxistisch-ideologiekritische Ansätze von Laclau, Mouffe, Jäger beispielsweise, Fairclough in, auf der Organisationsebene jetzt, die im Grunde also von den historischen Materialismus inspiriert sind, von Widersprüchen, von gesellschaftlichen Widersprüchen zwischen Kapital und Arbeit her erstmal auch denken. Oder wir haben sprachwissenschaftliche Zugänge, Angermüller, der im Grunde mehr aus einer linguistischen Tradition dann herauskommt und es aufgreift. Das sehen wir schon. Das eine sind wirklich nochmal makrogesellschaftstheoretisch inspirierte Perspektiven, die sich auch daraufhin eher beziehen, oder eben dann mikrologisch Konversationen, Anschlüsse, Interaktionen in den Blick nehmen. Wir haben medienwissenschaftliche Analysen. Jäger ist ein wichtiger Autor in dem Bereich, Link her, die im Grunde auch die medialen Diskurse beispielsweise in Zeitungen verfolgen und da die Konstruktionsleistungen auch bildhaft und bildlich, wie werden eigentlich Migrationsdiskurs, Fremdheitsdiskurs irgendwie dort auch natürlich produziert, ist ein Gegenstand, der hier wichtig ist. Wir haben in der deutschen Diskussion eine intensive Debatte, in der wissenssoziologischen Diskursanalyse, insbesondere jetzt hier in der ganzen Augsburger Gruppe, Keller, Hirslein, Schneider, Vielhöfer, seit vielen Jahren an der Stelle sich darum bemühen, die Foucault'sche Perspektive wissenssoziologisch so zu übersetzen, dass sie auch handhabbarer wird als Instrumentarium und die doch anspruchsvolle Archäologie des Wissens methodologisch, methodisch handhabbarer machen. Ich denke, das ist auch ein Teil des großen Erfolges, dass es tatsächlich dadurch leichter zugänglich wird und methodisch kontrollierbarer auf einer wirklich tatsächlich methodischen Ebene. Und IDEMA fordert angesichts dieser Fülle an Zugängen und Punkten hier, dass wir Materialität, Kontingenz in diesen organisationalen Diskursen multimodal analysieren sollen. Da werde ich später nochmal drauf kommen. Im Kern ist das Anliegen, hier eben nicht dem deutschen Missverständnis aufzusetzen, dass wir es per se mit verbalen Daten zu tun hätten. Es gibt so eine Rezeptionslinie in Deutschland, die das so versteht. Es würde das auch als eine Verkürzung ansehen. Wir haben in der Foucault'schen Perspektive immer, wenn wir an das Panoptikum denken, was ja keine sprachbasierte oder verbale Äußerung ist, ein bildhaft, ein Zugang, der tatsächlich also genauso an Artefakten oder auch nur an Modellen oder Programmen ansetzt und von daher die Zeichenhaftigkeit von ganz unterschiedlichen Materialgruppen hier mit in den Blick zu nehmen ist, das würde entsprechend gefordert, und auch Meyer diskutiert das aktuell in der deutschsprachigen Diskussion. Wenn wir aber das Spektrum nochmal aufmachen, dann sehen wir, dass bis hin zu strukturationstheoretischen Ansätzen, also im Grunde der weite Horizont praxistheoretischer Zugänge hier aufgenommen wird, auch Reckwitz diskutiert im Prinzip Foucault unter Praxistheorie und also nimmt also unterschiedlich von Butler, Foucault,
Bourdieu, alle kommen dort in diesen ganzen Pool der praxistheoretischen Ansätze. Und hier gibt es in der Tat ja auch viele Gemeinsamkeiten. Aber nur, dass wir sehen, wie breit das Spektrum ist, auch strukturationstheoretische Ansätze werden im Rahmen von Organizational Discourse Analysis verhandelt. Gut, also wir sehen, es ist ein vielfältiges Feld, heterogen, und unterschiedliche Ansätze verbergen sich dahinter, die durchaus ja dann also differente Prämissen haben. Und insofern würde ich jetzt hier gerne nochmal auch bei Foucault bleiben und sagen, es geht eben nicht um eine Institutionenkritik auf der Ebene der Entität, Organisation oder Institution als geschlossene Entität, sondern tatsächlich um die dahinterliegenden Rationalisierungen. Foucault als politischer Philosoph interessiert sich ja in einer epistemologischen Perspektive. Jetzt ist er, kann man als Soziologen natürlich lesen, und das macht die Wissenssoziologie ja, aber ist im Prinzip jetzt von seinem Hintergrund ja zunächst mal, so lese ich es, als politischen Philosoph zu sehen, der sich epistemologisch ja für die Wissenssysteme interessiert und insofern erstmal nach der Rationalisierung von Machtbeziehungen fragt. Und er sagt eigentlich, das ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir Institutionen daran hindern können, wenn wir an das Gefängnis denken, an die Klinik, also an diese ganzen Institutionen der Einschließung, des Einsperrens, der Zurichtung, des Strafens, wie werden solche Machtbeziehungen rationalisiert, und danach zu fragen, ist der einzige Weg, der andere Institutionen daran hindert, an ihre Stelle zu treten, die gleichen Ziele und Wirkungen zu verfolgen. Also dahinter schauen, die Rationalisierung von Machtbeziehungen in den Blick bekommen, ist das, was das Foucault'sche Projekt darstellt, im Unterschied auf eine Meso-Ebene der Entität Organisation zu blicken. Das heißt, wir schauen hier auf die dispositive, auf die organisierenden Muster von Diskursen. In der Archäologie des Wissens haben wir hier die drei Ebenen, die relationiert werden, nämlich die realen Beziehungen, die reflexiven Beziehungen und die diskursiven Beziehungen. In den realen Beziehungen können wir Praxis, zum Beispiel einer Arzt-Patient, und zwar der systematischen Subjektposition, die damit erzeugt werden, und in den Blick nehmen. Oder Lehrer-Schüler, hatten wir gestern eine Diskussion, oder all diese sozusagen in instituierten Settings hervorgebrachten Relationierungen. Wir würden aber in einer reflexiven Ebene könnten wir sehr gut untersuchen, wie auch wissenschaftliche Aussagen sich in diesem Feld platzieren, und die diskursiven Beziehungen würden genau das Zusammenwirken dieser verschiedenen Ebenen in den Blick nehmen und dann herausarbeiten, das Dispositiv als Modus operandi von diesen Machtwissensrelationierungen im Feld. Wenn wir das auf die Organisationspädagogik beziehen möchten, dann können wir hier sehen, dass wir den Blick auf Diskurspraxis, und deswegen nehme ich sowohl Foucault als auch Bourdieu hier hinzu, weil wir mit Bourdieu natürlich also auch die gesellschaftliche Verortetheit von Subjekten in den Blick bekommen können und in einer sozialen Praxis, und die Diskurspraxis aber natürlich also über diese epistemische Dimension hier auch wirksam wird. Und Althusser würde hier von Anrufungen an Subjekt sprechen. Das war ja einer der Lehrer von Foucault. Da würde ich mich jetzt nicht drauf beziehen, aber erstmal in der Foucault'schen Perspektive zu sagen, wie haben wir hier auch dann eine systematische Relationierung zwischen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Diskursen, die natürlich relevant werden im Organisieren und in der organisationalen Diskurspraxis, die da dann eben auch sich als soziale Praxis aktualisiert. Das heißt, wir untersuchen dieses Spiel des Wissens in diesen Kontexten mit potenziell hegemonialen Endwirkungen, aber eben in der Bottom-up-Perspektive in einem netzwerkförmigen Machtmodell gedacht. Und wir interessieren uns, wenn wir so fragen, für Programmatiken und Semantiken organisationalen Lernens, die eben in einer organisationalen Praxis ins Werk gesetzt werden und die eine spezifische institutionelle Normalität, eine symbolische Ordnung hier auch herstellen. Und natürlich interessiert mich an der Stelle dann auch die Frage nach Überschreitung und Gestaltung oder auch die Muster sozusagen der Produktion von Neuem im Organisieren. Auch das entspricht ja einer Musterlogik, die wir dort vorfinden können, und die Frage auch, wie wir dann das Neue im Organisieren beobachten können.
erstmal nochmal die Begriffe an der Stelle klären. Auch das ist ein Anliegen, was Alvis und Karaman sehr stark betonen. Sie sagen, wenn wir diese Vielfalt haben, hilft uns das ja nur, wenn wir die Begriffe dann klarstellen. Also der Diskursbegriff hier an der Stelle von mit Keller bezeichnet, das Komplex von Aussageereignissen und darin eingelassene Praktiken, die über einen rekonstruierbaren Strukturzusammenhang miteinander verbunden sind und spezifische Wissensordnungen der Realität produzieren. Also diese Wissensordnungen im Organisieren interessieren uns und hier finden wir entsprechend auch diskursive Ereignisse, Aussageereignisse vor, in denen wir die materielle Gestalt von Äußerungen haben, der ein Diskurs in Erscheinung tritt. Und wir haben Kommunikationsereignisse, die sozusagen fundiert werden durch das Steuerungs- und Strukturierungsprinzip, was hier gegeben ist. Wir haben Mechanismen der Hervorbringung im Organisieren, also die Frage, was bringt eigentlich die Gegenstände hervor, Verbote, Rituale, der Umstand des Rechts des sprechenden Subjekts. Wir haben Kontrollprozeduren, Verknackungsprozeduren, die entsprechend auch untersucht werden können. Nun habe ich in meinen verschiedenen Arbeiten auf verschiedenen Analyseebenen in der Vergangenheit organisationsbezogen bzw. die relevanten Diskurse in den Blick genommen. Die Frage nach der Situiertheit von Akteurswissen, beispielsweise im Diskurs um Frauenförderung, da die Akteure Diagnosentherapievorschläge, da im Policy-Diskurs und der Frage der empirischen Umsetzung untersucht. Also wie man kann also oder muss sozusagen die Frage nach dem Ort des Sprechens, wer spricht, wer sind die Akteure eigentlich, an welchem Ort, welche Verschiebungen und Genealogie der Wissensbestände taucht auf. Hier beispielsweise habe ich mich beschäftigt, wie kommt das Wissen der sozialen Bewegung der 70er Jahre eigentlich in Organisationsentwicklung und Frauenförderung. Wir finden hier diese Muster, die sich da einlagern, aber natürlich in ganz anderer Weise. Und das Dispositiv des Förderns und Entwickelns, als spezifisch als pädagogisches Dispositiv, hervorbringen und eben an diesen Oberflächen des Auftauchens, wie wir es in der Archäologie des Wissens nach Foucault finden, können wir diese sozusagen auch Verschiebungen sehen und das Eingehen an einen anderen Ort, nämlich Organisationsentwicklung und Frauenförderung an der Stelle beispielsweise. Oder wir fragen nach den eingelagerten Mustern des Regierens und Selbstverhältnisse, die hier mit hervorgebracht werden, wenn wir schauen, welchen Weg nimmt eigentlich ein Wissensbestand, da habe ich mich beschäftigt mit Großgruppenverfahren als pädagogisches Wissen am Markt und geschaut, wie eigentlich ein neues Wissen am Beratungsmarkt als Rising Star erst aufkommt, mythisiert wird, überhöht wird und dann in einem Modezyklus irgendwann wieder ein Verfallswissen wird, zu evaluieren wird und dann wieder in eine neue Modewelle eingeht und dahinter natürlich stehen aber trotzdem eben nicht nur die Moden, sondern die Muster auch von netzwerkförmigen, partizipativen, demokratisierenden Formen und Selbstverhältnissen, die ja auch die Großgruppenverfahren als solche überhaupt hervorbringen, als Methoden ihrer Zeit. Und die Frage dann zu stellen, ist die Dispositive des Schöpferischen, welche können wir hier eigentlich auffinden in organisationalen Strategien der Gestaltung, welche Grundfiguren können wir identifizieren, also die Art und Weise, wie das Neue im Organisieren selbst wieder hervorgebracht wird. Nur mal, um kurz das nochmal so ein bisschen zu erden, zu konkretisieren, was man da auch anschließen kann, was ist damit konkret dann zu beobachten oder zu sehen. Beispielsweise eben genau die Frage, wie das Fördern und Entwickeln, also diese Verschiebung, die wir in den 70er Jahren in den sozialen Bewegungen als Grundmuster vorfinden, die Gruppe, das Selbst, die Gruppe, die Entwicklung des Selbst. Wir finden schon einen Begriff in Organisationsentwicklung und Frauenförderung tatsächlich hier sich in diesen empirisch dann mit Ground Theory zu untersuchenden Organisationen, Strukturtypen, Bürokratie, klaren Markt, also sehr unterschiedliche Positionierungen und Modalformen auffinden lassen. Auch der Umgang mit Differenz hier systematisch unterschiedlich ist und wir ganz verschiedene Subjektpositionen hier bekommen. Oder nochmal im Blick auf die Organisation als epistemische Terrains, wo die Art und Weise, wie Zukunft hervorgebracht wird, wie das Neue generiert wird, einem spezifischen Muster entspricht. So beispielsweise eine große Diskussion, die wir im Moment um Evidenzbasierung haben und Daten und Large-Scale-Assessments, die hier Zukunft im Sinne einer evidenzbasierten Rationalität, einer erwartbaren Zukunft hervorbringen oder im Horizont von Freiheit und Begleitung und das unternehmerische Selbst im Sinne einer machbaren Zukunft, ja, also Business
Businessplan als irgendwie das Grundmodell, was hier irgendwie auch mit eingeht, was wir aber an vielen anderen Stellen auch universitärer Steuerungslogiken vorfinden können. Aber dann auch hier, und das wird uns jetzt gleich noch weiter beschäftigen, dieser Modus irgendwie der Vision und Imagination im Horizont einer wünschbaren Zukunft, also ein ganz anderer Modus, der dem zugrunde liegt. Oder hier die vierte Figur der Transzendenz im Sinne eines Ökologie, des Bewusstseins, einer sich herstellenden Zukunft durch Aufmerksamkeitsordnung, durch Aufmerksamkeit und eine mikrologische Perspektive im Sinne, also Ecology of Mind, eine Transzendenzperspektive, Your Evolution brings hervor, Zukunft entsteht in the making, also praxistheoretische Perspektive im Grunde, die hier in dieser Art und dieser Perspektive hineingebracht wird. Schauen wir uns das mal genau in diesem Horizont an. Großgruppenverfahren habe ich vorhin schon als ein Lieblingsthema benannt und das ist, glaube ich, im pädagogischen Feld zumindest recht bekannt, dass wir hier Großgruppenverfahren in Gruppengrößen von 30 bis 5000 Anwendung finden, in Deutschland nicht immer so häufig mit den 5000, aber wir hatten schon Open Spaces, wo es um 2300 Personen etwa ging, also durchaus diese Gruppengrößen erreichen wir in Deutschland auch, wenn es um Veränderungsprozesse geht, viele Menschen involviert werden. Wir sehen hier dieses kreisförmige Arrangement, in dem viele Menschen in einer Organisation oder auch organisationsübergreifend einbezogen werden, um solche Veränderungsprozesse in Gang zu setzen. Wir kennen das aus der Diskussion um Organisationsentwicklung, Netzwerkentwicklung, finden diese Verfahren Anwendung. Und wer sich unter dem Begriff Großgruppenverfahren weniger vorstellen kann, wird vielleicht schon einmal die Begriffe Open Space, Zukunftskonferenz, Real-Time Strategic Change oder auch World Café gehört haben. Und das sind alles Verfahren, wo wir mit solchen Zugängen partizipativ, dialogisch, prozessual, visionsorientiert, zukunftsentwerfend arbeiten. Und natürlich sind das eher quasi, ich habe das als Rituale der Transformation rekonstruiert, aber es sind natürlich quasi im Regelfall eben nicht der Regelfall des Organisierens, sondern oftmals eben Ausnahmemomente. Man sagt, jetzt nehmen wir uns mal einen Timeout, wir gehen mal irgendwo hin, wir entwickeln mal was Neues und dann ist die Frage, wie das an diesen Nahtstellen zum regelhaften Alltag sich wieder verhält. Wir sehen hier, dass hier im Umfeld da sozusagen ganz viele Bilder und Materialien stehen und da sind wir schon beim Horizont auch der Multimodalität, nämlich dass es nicht nur um das Sprechen geht, wie gesagt, Foucault geht sowieso nicht um das Sprechen und schon gar nicht irgendwie um Interaktion, sondern eigentlich ja um systematische Diskurspositionen, die hervorgebracht werden und Subjektpositionen im Sinne auch des Diskurses. Aber hier haben wir jetzt in solchen interaktiven Settings natürlich genau diese Nahtstelle irgendwie von, welche Wissensbestände werden da eigentlich aktualisiert, welche Vorstellungen kommen da eigentlich hinein, auch von unterschiedlichen Modi des Gestaltens und Zukunftsentwerfens und welchen Beitrag leisten hier auch kreative Formate. Es sind in der Regel bei diesen Verfahren in unterschiedlichem Maße. Zukunftskonferenz arbeitet sehr, sehr viel mit, auch da wird gebastelt, da wird gespielt, da wird also wirklich vielfältig, kreativ gearbeitet, emergente Zugänge, bildbasiert gearbeitet, auch andere Verfahren nutzen das, weil damit das Anliegen verbunden ist, ganzheitliche Zugänge zu nutzen für Veränderung und damit auch imaginative Kräfte freizusetzen. Das Spiel als Überschreitung von auch Interesse, von Mindsets, von professionsgebundenen Horizonten etc. Das ist die Figur darin. Und wenn wir nochmal ganz kurz schauen auf die, natürlich dann hier, wenn wir Theorie triangulieren reingehen wollen, brauchen wir natürlich, hier müssen wir vielleicht nochmal das bisschen das Licht verändern, weil wir sonst das Licht nicht zu sehen ist, glaube ich, im Vergleich. Foucault und Bourdieu sind auf eine Art natürlich ganz different und gleichzeitig haben sie irgendwo eine gemeinsame Weltsicht, nämlich dass wir von Konflikthaftigkeit her denken. Dem einen hier, also in Foucault geht es um diskursive Formation, dem anderen im Grunde um soziale, symbolische Ordnung. Foucault geht es um Sprechpositionen im Diskurs, und zwar die systematischen Sprechpositionen. Bourdieu geht es um Akteure und Positionen im Feld, in sozialen Feldern, vermachteten Feldern, mit Zentralitäts- und Randpositionen. Foucault geht es um die Regeln des Diskurses und Bourdieu geht es ganz ähnlich um diese Grundmuster der Spiele in bestimmten Feldern der Macht. Insofern haben wir hier in beiden ein Interesse an diesen symbolischen Ordnungen.
Wobei Foucault grundsätzlich eigentlich viel, ich sag mal, mehr eigentlich von Transformation, Verschiebung, Verkettung, Veränderung und auch den ständigen Brüchen her denkt und Bourdieu an der Stelle viel eher denkt, aufgrund eben seiner größeren Nähe zu materialistisch-marxistischen Positionen, zur Aufrechterhaltung von Ordnungsreproduktionskämpfen um Legitimation und einfach doch eher eine strukturerhaltende Annahme hier mitführt. Dem einen geht es um Wissenspolitik, dem anderen irgendwie auch um Machtpolitik als soziale Praxis. Beide denken relational in Trajektorien, in Longue Durées, auch in den in historisierenden Perspektiven. Also dieses hier sozusagen nochmal, also wenn wir sagen, Theorietriangulierung soll hier auch mit reinkommen, dann müssen wir das natürlich systematisch reflektieren, dass wir hier tatsächlich von zwei verschiedenen Denkansätzen herkommen, die auch unterschiedliche Implikationen haben, die sich aber verknüpfen lassen, und die Implikationen dessen müssen natürlich weiter erschlossen werden im Forschungsprogramm. Gucken wir nochmal auf die Frage, und das ist ja auch das Anliegen, wir sagen, dass kommen verschiedene Materialarten zur Geltung, also eine Multimodalität, die schon auf einer der vielen Folien hier gefordert worden ist von IDEMA im internationalen Organizational Discourse Debatte und die auch hier von Meyer jetzt in der deutschsprachigen Diskussion verfolgt wird. Zu sagen, wir brauchen eine Multimodalitätsperspektive im Diskurs, Forschung, da allerdings jetzt nicht bezogen auf Organisationsforschung, sondern erstmal zu sagen, Meyer beispielsweise versteht eben die diskursive Praxis als multimodale Praxis, würden wir auch so finden bei Sabine Maasen, Rengli, Meyerhofer, die Bilder als Diskurse in den Blick nehmen. Also das ist eine ganze Linie, die sich hier aufmacht und die ganze Iconic Turn Perspektive hier aufnehmen und die ganze Visual Culture Debatte in Blick nehmen und sagen, können wir das fruchtbar machen, eigentlich auch methodologisch, methodisch. Gefragt wird einfach nach der Vielfalt auch der Zeichengruppen und Zeichenressourcen, die zum Einsatz gebracht werden, und wie werden die, das würde jetzt Meyer fragen, einmal konventionalisiert innerhalb von Diskursgemeinschaften, würde zum Beispiel nach Logos, nach Websites, nach Formen, Farb- und Formverwendungsstilarten mit einbezogen und würde sozusagen daraufhin untersucht, wie hier eine regulierte Ordnung entsteht, welche musterhaften Kommunikationspraktiken werden daraus generiert. Und für uns jetzt in einer organisationspädagogischen Perspektive stellen wir uns dann natürlich die Frage, also nicht nur der einerseits der Reproduktion, aber auch der Frage nach der Überschreitung, also insofern, wie verhält sich eigentlich Reproduktion und Überschreitung in diesem Zusammenhang und wie geht das zusammen, welche Muster der Genese des Neuen lassen sich dann auch analysieren in solchen Prozessen. Ja, wir versuchen das einmal mehr Ebenen analytisch in einer Methodologie sozusagen einzuholen, dann müssen wir natürlich hier eigentlich, und das konnte ich jetzt nicht alles gleichzeitig visualisieren, das versuche ich gleich auf der nächsten Folie noch ein bisschen einzuholen, man müsste jetzt natürlich irgendeinen ganzen gesellschaftlichen Diskursraum mit drin haben und den müssen wir sich jetzt außen drum, das Weiße ist jetzt der gesellschaftliche Diskursraum sozusagen, ja, und auch da relevante Einflüsse, also wir haben jetzt hier keine geschlossene Entität, vor allen Dingen haben wir das ja nicht, wenn wir von Netzwerkforschung her denken, sowieso nicht, weil dann geht es ja um die Kreation ohnehin nochmal übergreifender Aushandlungsprozesse, aber fangen wir mal an und versuchen das mikrologisch irgendwie mal sich als aufbauend, als Sphären der Öffentlichkeiten zu fassen, dann können wir hier sehen, dass wir im Grunde verschiedene Diskurspraxisbühnen differenzieren können, also Ebenen und Bühnen, auf denen auch Artikulationsübersetzungsprozesse stattfinden, in denen sich die Logiken von Sagbarkeiten und Sichtbarkeit von Symbolisierungen zeigen in einer solchen Mehrebenenperspektive. Und wenn man sich jetzt ein klein bisschen mit Großgruppenprozessen auskennt, dann könnte man sich vorstellen, dass wir hier mit der Bilderordner kennt, pädagogisch Aktive werden das vielleicht tun, dann hat man so einen Ordner, hat man vielleicht ein paar hundert Bilder drin, Teilnehmende suchen sich irgendwie Bilder raus, die irgendwie auf einen Frageimpuls mit also praktischen mentalen Modelle, also was repräsentiert am besten das Idealbild irgendwie der Organisation zum Beispiel oder was immer, und die Personen würden ein Bild greifen und damit auch innere sozusagen Symbolisierungen zum Ausdruck bringen können. Das heißt, eine solche Bildwahl, mit der man in so einem Prozess arbeiten könnte, würde zunächst mal die eigenen Repräsentationen und Imaginationen
zum Ausdruck bringen können, können auch artikuliert werden. Wir wissen, dass das im Sprechen oftmals eigentlich genau diese emergente Ebene auch eine Artikulationsverbalisierungsfunktion dadurch möglich wird. Und wir würden dann, ne, in der Regel ist es so, dann hat eine Person ihr Bild gewählt, dann gibt es Kleingrüppchen und in Kleingrüppchen tauschen sich die Menschen aus, irgendwie über, was haben sie denn für ein Bild und warum, wie kommt es dazu, dieses Bild gewählt zu haben. Also hier finden dann diskursive Prozesse statt zu Bild, Wahl, Bild, Symbolik, wie wird das eigentlich dort handelt und welche sozusagen ersten Normkonstitutions- und Geneseprozesse finden hier auch schon statt in diesen Austausch, in diesen Artikulationsprozessen. Wir kommen dann auf eine nächste Ebene der Veröffentlichung. Wir wissen ja, dass in Großgruppenverfahren wir haben ja nicht alles immer gleich plenar, sondern wir haben ja diese kleinen Grüppchen, die wiederum aber ins Plenum hinein berichten. Das heißt also, es findet eine nächste Öffentlichkeitsebene oder Veröffentlichungsebene statt, nämlich in einem plenaren Präsentationsraum, in dem Gruppenergebnisse vorgestellt werden. Und auch hier ist das natürlich ein Selektionsprozess. Was wird da eigentlich von dem, was in so einer Gruppe, in einer kleinen Gruppe verhandelt worden ist, artikuliert im plenaren Raum? Also wie transformiert sich das dort in dieser Veröffentlichungssituation, in der plenaren Präsentation? Welche Selektionen finden hier wieder statt? Wir haben dann, also wenn es um Leitbildprozesse beispielsweise geht, drum, was davon wird in einem solchen Großgruppenprozess, das sind ja Prozesse, die im Grunde auf dieser demokratischen Rationalität von Normkonstitutionen beruhen und nicht irgendwo Normen schon als Gesetz angehen, sondern wirklich ein Konstitutionsprozess sein soll. Das heißt, was erachten wir als das Kollektiv Gute und Wünschbare? Was wäre denn ein Leitbild, das wir alle verfolgen wollen? Und diese würden wir hier dann sehen. Was ist denn da eigentlich ausgewählt, selektiert worden? Zu was ist es geworden im Prozess? Wie hat es sich transformiert? Und dazu haben wir natürlich eine Diskurspraxisbühne auf der Ebene von Artefakten, Dokumenten, Leitlinien auf solchen organisationalen Repräsentationsflächen wie Homepages, auch Artefakte und materielle Räume, Raumarrangements, die ja auch sehr sprechend sind hinsichtlich der kulturellen Ordnung, die da und der Wertbezüge, die da eingelagert sind und natürlich auch sowas wie Leitlinien, wenn wir jetzt Dokumente nochmal vor Augen haben oder Schriftstücke, die also Monumentcharakter möglicherweise hier dann im Foucault'schen Sinne einnehmen können, diese würden wir hier in den Blick nehmen. Wir würden dann auch fragen, wie genau diese Verbindungslinie eigentlich zu dem, was in solchen Verfahren als Ausnahmeraum, als ja nicht regelhafte Praxis ist organisieren, sondern als eine temporale Ausnahmesituation, wie sich das verbindet eigentlich und welche Anschlüsse das generiert an die regelhafte Alltagspraxis der Organisation. Das heißt, hier können wir sehen, also gibt es eigentlich Überschreitung oder in welcher Weise Normreproduktion. Ja, ganz kurz zum Abschluss nochmal genau die Frage. Also wir haben praktisch unterschiedliche Artikulationsmodi und Formen, Multimodalität im Diskurs. Wir haben methodisch, wenn wir das beforschen, erstmal nur in der klassischen Rolle, ich rede jetzt noch gar nicht über Designforschung, ich rede jetzt auch noch gar nicht über Aktions- oder Handlungsforschung, sondern ich rede jetzt nur von der klassischen Beobachtungsposition, also eine ganz klassische Forschungsposition an der Stelle, dann reden wir natürlich über Methodenmix oder über Triangulation. Wir könnten an der Stelle, wie vorhin hier gesehen, diese programmatischen Positionen können wir eben diskursanalytisch eben nochmal Dokument-Artefakt-Analysen machen. Wir können aber das verbinden mit videografierten Organisationsbeobachtungen, sei es im Alltagsgeschehen der Organisation oder im Rahmen dann hier der Großgruppenveranstaltung, die wir beide natürlich videografisch nutzen. Wir können darüber hinaus natürlich das ganze Spektrum empirischer Sozialforschung nutzen, leitfadengestützte Interviews, Gruppendiskussionen, was immer das Herz begehrt, wäre da möglich in einer solch triangulierenden Perspektive, die eben nicht additiv jetzt vielfältig kombiniert, sondern die eben möglichst systematisch schaut, was kann eigentlich oder welche Perspektivierung können in den Blick kommen, mit welchen methodischen Zugängen. Und wir würden diese Bilder des Organisierens, der organisationalen Bedingtheit und des Lernens von Innovationen hier erschließen. Wir würden durchaus die, jetzt mal so gesprochen, Hidden Curricula im Alltag erschließen können und die darunterliegende Praxis irgendwie und das Verhältnis von, das wäre jetzt eher Bruns- und Talk-Action-Vorstellung, aber die haben wir jetzt, legen wir hier nicht rein, sondern aber genau, ne, solche Muster werden da beobachtbar und wir könnten leitfadengestützten Interviews, würden wir eben auch die Rekonstruktionen der Akteure an der Stelle nochmal erschließen können und hier natürlich die transformative Praxis oder das Bemühen um eine Genese des Neuen in solchen
Transformation oder in diesen Ritualen, diesen Übergangsräumen hin zum Neuen und wie weit gelingt es, dort etwas Neues auch zu generieren. Welche Muster des Neuen schließen sich ja eigentlich an? Das heißt, wir zielen hier dann gegenstandsorientierte Perspektivierung an, in dem Sinne methodologisch Organisationsanalyse zu betreiben durch Komplexitätsproduktion statt Reduktion, dass wir auch das volle Spektrum von triangulierenden Zugängen nutzen, von methodischen Zugängen, Perspektiven, Forscher, Forscherinnen, Beteiligten, Theorien und auch Ergebnissen und damit idealerweise auch eine Verschränkung einer diskursanalytischen und einer praxistheoretischen Perspektive in den Blick bekommen können und damit im Horizont jetzt organisationspädagogischer Methodologien mit Multiperspektivität arbeiten. Möglicherweise wäre auch denkbar, dann mit Historisierung, Vergleichsorientierung an der Stelle jetzt in meinem Beispiel oder in meinem Zugang, jetzt ist das nicht systematisch repräsentiert, ist aber natürlich bei diskursanalytischen Studien rein angewandt, die ich gemacht habe, durchaus zentral. Ästhetisierung, jetzt nicht im Sinne von Designforschung, aber im Sinne von, dass irgendwie diese Multimodalität, die in solchen Prozessen, transformativen Prozessen ja eingelagert ist, auch systematisch mit erhoben und erschlossen wird. Und natürlich Partizipationsorientierung, hier allerdings jetzt in dem klassischen Zugang nicht, im Sinne einer Aktions- und Handlungsforschung. Das kann man ganz klassisch als teilnehmende Beobachtung machen, ohne dass man in irgendeiner Weise eine eigene, andere Rolle hat im Forschungsprozess. So, an dieser Stelle danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.